Hey, hey, heute habe ich für euch so ein paar Runden, die ich nur auf Bank hatte, deswegen ist die Folge ein bisschen länger. Wenn ihr euch denkt, Merkel, mach mal wieder Shisha auf, dann drückt schon mal Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls du es noch nicht gemacht habt, ne? Viel Spaß. In Storage. Ist nicht groß, war Okay. schade. Knapp daneben. Also, warum er sich da halt draufstellt? Schwierig, ne? Das ist halt echt kein guter Spot so. Chantau, Pazzi, Knechti, Caruso. Ne, Chantau, Pazzi, Knechti, Caruso, ne? Limette ist tot. Der Kill ist mindestens 38 Sekunden alt. Oha. Flash, wo hast du ihn gefunden? Hä? Links, rechts, oben, Wie hast du unten? ihn nicht gefunden? Ja, das, ich weiß ich nicht. Er liegt in Admin. Unten in Admin? Er liegt, Wohl. Flash, wie kann das sein? Ich Hinterm bin gerade. Regal, oder? Der liegt Hinterm in. Regal. Doch. Ich war in Lifeline gerade, weil ich mir Ja. schon dachte, dass jemand gestorben ist, weil ich war in Camps. Ja. Und da ist Franz von der Lifeline losgesprintet. Nachdem er vorhin die ganze da stand. Ich bin jetzt gerade selber in die Lifeline gelaufen. Wo Limette liegt ist der? tot. Ich bin in Admin gelaufen, sehe zwei Punkte in Admin und einer davon bin ich. Er liegt unten links auf dem Vent drauf. Ja, Aber, gut. warte Das habe ich nicht kurz. gesehen. Vielleicht hast du gesehen, dass ich aus Specimen rausgekommen bin. Ist ja egal, wenn Franz sagt, der war 40 Sekunden alt. Ja, Das Max kam ist ja gerade aus egal, wer da war. Specimen raus, als ich Ja. Admin gecheckt habe. Ich habe auf Admin und Office habe ich gar nicht Als du geschaut. losgelaufen bist, hast du den Kill gesehen in Lifeline? Nee, ich habe ihn nicht live gesehen, aber ich muss relativ frisch Ah, dann kann er dran sogar älter gewesen gewesen sein. sein, ja? Der ist Also, also Franz kam jetzt eben auch mindestens von 38 links Sekunden. ins Office rein, das kann ich bestätigen. Ich kann den Kill aus Max Sicht gemacht haben. Ja, wenn das Wo ist der Problem ist, Kill? wenn das schon älter Ich ist, dachte, kann er man ist halt unten niemanden rechts. Unten ausschließen. links, Wenn neben der dem. kurz nachdem du losgelaufen bist gefallen wäre, dann hätten wir halt Knechti, Pazzi, mich, Caruso ausschließen können. Sorry, ich hab's glaube ich noch irgendwo. Wo ist der Kill genau? Auf dem Auf dem Vent. Vent in Admin. Okay, also können wir davon Oh, da ausgehen, bin ich dass doch er eben lang gewendet gelaufen. Ich habe ist? keinen Report-Button bekommen. Ich bin eben aus Specimen gekommen, bin jetzt schon aus dem Office raus. Ich hatte auch Er liegt keinen ganz, ganz Report-Button. unten links auf dem Vent drauf. Ah, okay, da kriegt man keinen. Ja, da hat irgendwer rumgetrollt mit ihm wahrscheinlich und Ja. ihn untergestochen. Okay, also als ich auf dem Admin-Brett war, das waren relativ frische Infos. Max kam unten aus Specimen. Ich habe in Specimen keinen weiteren Punkt gesehen. Ich habe keinen weiteren in Lab gesehen. Einer war in Storage. Da dachte ich, dass da die Leiche lag. Deswegen bin ich ja hin. Und der Rest war Aber wie hast du den alles in zweiten Punkt in Security und Admin nicht Lights. gesehen? Wie hast Ja, du den zweiten? Wir waren dann O2 noch alle unten. Es muss doch ein zweiter Punkt dann in Admin sein, wenn die Leiche Musst auf du, wenn du, dem wenn Schacht du bei war. Ja, da Admin habe ich nicht drauf checkst, dann. geachtet, weil du warst da, ich war da und ich dachte, ich gucke jetzt Ja, ich einfach war ja nur, noch wo in die Leiche Specimen, ist. laut deiner eigenen Aussage. Nee, du warst Max, in er war Decon. in die, du warst in Decon. Du warst schon in Decon. Wenn der Ja, irgendwann also. in der Zeit gestorben ist, dann fallen halt, ich glaube, 5 Leute insgesamt raus. 4 Leute safe, das bin ich, Caruso, Knechti und Pazzi. Die waren alle mit mir oben in der Was Cam. mit mir? Ich war in Ich war Specimen. Offman, ich war Ganze Specimen, wie ich Zeit. den Kill Du machen hättest soll. töten Das können sind und nur die, hättest die Blesk nochmal von sich aus in mit seinen Decon, Infos ausschließen aber können. ist möglich. Oh. Ja, da kann halt auch 1,5 Minuten, also wir wissen ja nicht, wie alt er genau ist. Das ist Das ist das richtig, Problem. ja. Baumotor. Hätte natürlich vorher jemand mitnehmen können, bla bla bla. Jetzt ist die Frage, ob meine Info halt richtig ist oder nicht. Unwahrscheinlich, weil die Runde ging jetzt nicht. 4, 5, 6, 7, 8. Die Sache ist ja.
Die Leute waren alle links. Ich hab so viel Storage gesehen. Mal davon ausgehen, dass ich Knecht dies Party Blablas nicht waren. Und ich habe gesehen, dass Franz losläuft und die Leiche dann nicht findet, aber er ein Admin war, um zu checken. Anstatt der würde einfach weglaufen dann von der Leiche, würde ich davon ausgehen. Deswegen denke ich, dass Franz nicht ist. Da Max aus Specimen kam, würde ich auch Max ausschließen. Dann bleiben echt nicht viele Leute über, ne? Security Electrical. Chantal, 2 Lab. Das Problem ist, jetzt 2 Lab, 3 Admin, 2 Security. Und das Lab hoch. 2 Leute. Die Leiche, hello. Die liegt oben in Lab. Auf der Kreuzung vom Scanner und zu den Toiletten runter, so ein bisschen. Und woher kommst du, Chantal? Ich kam von links gerade reingelaufen, ich war vorher Admin Lifeline und dann bin ich an dir vorbeigelaufen. Franz stand am Temperaturregler, glaube ich. Also ja. An dem Minus-Ding da, wo man halt runter oder hoch muss. Hochgewinn, Sabine, wo warst du? Ja, ich war schon tot. Ich war zuerst, wo war ich zuerst? Nee, jetzt gerade. Achso, jetzt gerade. Na, jetzt gerade war ich unten im. Dinger vom Admin. Aber du bist doch gerade vor Chef Strobel in Lab reingelaufen. Ja, richtig. Ich bin Specimen durch und dann bin ich unten raus. Also die Leiche ist maximal 10 Sekunden alt übrigens. Ich habe es nicht gesehen, weil ich zwischendurch an Lifeline war, kurz Wasser in Office aufgefüllt habe und dann zurück bin. Dann war Chef tot. Vlesk und Caruso, ihr wart ja beide schon in Admin dran. Habt ihr euch beide die ganze Zeit gesehen oder kann einer gewendet sein? Wir sind beide links rausgelaufen. Ja, unwahrscheinlich würde ich behaupten. Keiner von uns kann sich prüfen, weil ich Caruso verloren habe. Ich stehe selber gerade vor Lab tatsächlich. Caruso steht gerade. Nee, Caruso war Lifeline noch vorher mit mir. Oder bin ich Caruso alleine links aus dem Office rausgelaufen? Naja, ich wollte gerade sagen, weil die Info stimmt auf jeden Fall nicht. Weil ich es waren zwei Leute in der Cam, die können den Kill nicht gemacht haben, würde ich von ausgehen. Ja, das sind Bart und ich. Knechti und ich. Ich habe aber auch einen Bart. Ich stehe vor dem Lab, ich bin da oben gelaufen, links aus dem Office raus, weil ich nur noch Tasks in Lab habe. Caruso, wie lange bist du jetzt da schon am Admin-Table? Caruso, bist noch müde, ne? Ja, ich habe auch gedacht, gesagt, ich bin die ganze Zeit da. Ich würde für den Kill tatsächlich Vlesk rausnehmen. Ich würde Chantal rausnehmen. Ich würde sagen, Sabine ist Sass. Wie kannst du Chantal rausnehmen? War der nicht auch mit uns in Admin und jetzt auf einmal ein Lab oben? Zum Zeitpunkt des Kills war meines Erachtens nach aber noch in Admin. Wenn er hochgewendet ist, kann es auch sein, aber dann hätte er extrem lange gewartet. Aber er hat doch reported. Er hat doch reported gerade. Ja, aber der Zeitpunkt zwischen. Achso, du hast auf Lifeline gesehen, oder? Ja, Caruso hat die Leiche auch gesehen auf Lifeline. Ach, ihr habt es live gesehen, wann er gestorben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Patsy und Franz nicht live nicht ab. Ich live gesehen, aber zum Zeitpunkt des Todes ist er. Knechti kann den Kill nicht gemacht haben. Meines Erachtens nach kann den Kill gemacht haben. Sabine, Knechti oder Max. Achso, oder Knechti und Max waren in der Kampf. Dann können Max und Knechti den Kill nicht gemacht haben, aber Franz kann Flesk, machen. Flesk kann ja auch gewendet sein. Ja, deswegen. Nee, also, aus meiner Sicht entweder Chantal oder Caruso und Flesk. Flesk, Chantal können den Kill nicht gemacht haben. Nee, warum Caruso und Flesk? Chantal, Flesk würde auch passen. Ja. Caruso könnte theoretisch halt einfach mit der Lifeline lügen, so. Wir haben keine Ahnung, wer Imposter ist. Es sind so viele Infos gerade im Raum, das ist ganz komisch. Franz stand auch oben in Lab drin, ne? Das ist noch ein Punkt. Das wäre aber ganz schön abgewichst, ne? Ja, klingt natürlich. Ja, klar, aber geil. Oh, danke. Einfach eingesperrt im Bohrerraum. Widerlich. Nein! Vlesk und Chantal können meines Erachtens noch den Kill nicht gemacht haben. Ah! Warum sie das nicht? Ich kann den Kill nicht gemacht haben. Erklär mir noch einen Plan und der war perfekt aufgegangen. Dann kommt es ein random Button. Weil zum Zeitpunkt des Todes sowohl Chantal als auch Vlesk meines Erachtens nach in Admin waren. Oder Office. Okay. Eins von beidem. Meines Erachtens nach, auch von der Admin-Panel-Info, können Knechti und Max den Kill nicht gemacht haben, ja, die waren in Camps, weil sie in Camps waren.
meines Erachtens nach war auf Admin auch jemand in Specimen zu sehen. Parsi sagt gerade, er kam unten aus Decon. Ich glaube, bestätigen, dass er im Office war. Ich kam aus Decon? Nee, das hat Sabine gesagt. Das hat Sabine gesagt. Ich war derjenige, der die Lifeline-Info gegeben hat, dass der Kill maximal 10 Sekunden alt ist, weil ich habe auch gesagt, ich war in Lifeline, er war nicht tot, bin zum Wasser auffüllen im Office, bin wieder zurück und dann war er tot. Ach, und ganz am Ende ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Einer von euch lügt, aber wir haben halt keine Ahnung mehr. Das, was Parsi sagt, ist true. Er war wirklich auffüllen im Admin-Raum. Ja, aber du hast auch geguckt und Chef war tot. Er ist gestorben, während ich diese Task gemacht habe. Ja, genau. Das, was Parsi mal gesagt hat, während er diese Task gemacht hat. Und ich bin dann runter zu Caruso. Das heißt, ich kann es nicht gewesen sein. Die Kill könnte mich nur Sabine und Franz gemacht haben. Wo war Franz und wo war Sabine? Sabine war in Decon, könnte also einfach oben gekillt haben und durchgelaufen sein. Franz war? Franz stand oben im Lab. Bedeutet, Franz war auch in der Nähe der Leiche. Bedeutet, wir haben doch für den Kill nur Sabine und Franz. Ich verstehe immer noch nicht, warum es schon Tarn nicht gewesen ist. Ja, ich kann nicht mit Caruso an der Leiche halt einfach untergewendet sein. Und ist dann Achso, da war er schon tot. Raus. Okay. Also, aber ich habe Franz auch auf der Cam gesehen, wie er reingegangen ist. Und meiner Meinung nach ist er ewig im Lab gewesen. Was mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich war ja schon gar nicht mehr im Admin-Table. Ich hoffe, dass mich jemand tötet. Viele Leute haben gesagt, dass ich es nicht sein kann. Wobei ich gesagt habe, ich kann es definitiv sein. Ja, sag ich ja. Wie kommst du jetzt auf mich? Zum Zeitpunkt des Todes warst du weder in der Nähe des Vents, der nach oben geht. Aber er stand links an Edmund dran, ne, Caruso? Ich bin links aus Office rausgelaufen. Ne? Also aus meiner Sicht, die Info, die ich habe aus der Cam, ist halt, du könntest halt den Kill gemacht haben, runtergewendet und dann läuft er raus aus dem Office. Ich werde Sabine voten, weil es das Pferd ist, aber Caruso und Blesk habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste. Ich hätte keine Ahnung, Franz voten, weil ich sonst nicht weiß, wer es sein könnte. Uff, Leute, ihr macht einen Fehler mit mir. Ich mache wirklich Aufgaben. Nee, Franz, ich hast einen geilen Kill gemacht. Ich habe und muss dann noch unten Bums machen in Specimen. Dann bin ich durch. Verstehe denn ich, also... Ja, doch, der Button macht schon Sinn, weil er die Info noch rausdrücken will, aber es ist ja so scheiße für mich schon wieder. Das war Flesk. Außer Flesk hat jemanden gerade gesehen. Wo ist der Kerl? Ich war mit, ich bin mit Franz, Knechti und Caruso jetzt die ganze Zeit im Lab gewesen. Hab gerade meine letzte Task gefinisht, den Map-Scanner. Ich laufe vom Map-Scanner runter. Caruso liegt in der Mitte zwischen Toilette und Decon, aber noch oben im Raum quasi. Oh, okay. Dann habe ich eine gute Frage. Entweder hat Franz oder Knechti gerade. Wir können uns. Also, wenn, dann sind wir es beide, aber wir sind beide was, in Specimen machen. Wo waren alle anderen Leute? Könnt ihr irgendwen rausnehmen? Könnt ihr irgendwen nicht gewendet haben? Wer hat gerade die Electrical-Tür aufgemacht? Ich. Dann kann ich Sabine rausnehmen, da würde sich kein anderer instant melden. Ich habe gerade die Tür rechts aufgemacht. Wer ist gerade mit mir in Office? Ich. Deswegen 6-7 Sekunden tot ist die Leiche. Ja, dann ist es Flesk. Parzival, Chantau, Sabine können diesen Kill nicht gemacht haben. Wer sind die beiden, die gerade in. Knechti und Franz sind in Specimen. Knechti und Franz sind? Die waren mit mir zusammen mit Caruso gerade im Lab. Ich stand gerade auf dem. Caruso war auf dem Scanner. Dann habe ich auf Caruso. Nee, wer war vor mir auf dem Scanner? Bleiben aus meiner Sicht nur zwei Leute. Ich war entweder vor Blesk, dir auf dem Scanner. Es ist entweder Blesk oder es ist Chantau, der gerade eben runtergewendet ist ins Office. Weil ich habe. Das ist natürlich Lights aus, ich weiß nicht, wo er hergekommen ist. Okay, ja, Franz oder Knechti, einer von beiden, wenn ihr euch alle decken könnt, hat dann gerade, bevor er ins Specimen reingelaufen Knechti ist. Knechti war in Decon. Ich bin in der letzten Sekunde mit in Decon rein, weil ich vorher Madbay gemacht habe. Wir sind schnurstracks runter und machen dort Aufgaben. Knechti ist nach links raus und hat jemanden getötet, noch ich. Kannst du Franz hundertprozentig ausschließen, Knechti? Könnte er, bevor er zu dir in Decon reingeschlüpft ist, den Kill gemacht haben? Könnte er. Okay, gut. Dann will ich, deshalb, also dann, wenn ihr euch nicht hundertprozentig proven könnt, würde ich Vlesk ja auch nicht rauswerfen, definitiv nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich würde Vlesk auch nicht rausschmeißen. Nee.
Also, wie gesagt, ich stand auf dem Scanner, laufe nach links und da liegt Caruso vor mir. Ich weiß, dass Franz und Knecht vor mir im Office waren. Deswegen dachte ich im ersten Moment, da ist einfach jemand hochgewendet. Weil wer wird mir so ein. Also, wir wissen ja, dass wir zusammen im Lab waren. Ja. Hm. Aber davor die Runden hast du nie gleich mit Bonn zum Admin-Pool gelaufen, Flesk. Wo bist du her? Von Lifeline, Tau. Okay. Ja, Chantau, wo bist du her? Von Lifeline. Ich fahre die ganze Zeit an Lifeline ran, hab meinen Schatz fertig. Ich hab mir so gedacht, ich spiele jetzt eine Runde Flesk. Auch inklusive. Oh, also für die Aussage würde ich dich am liebsten voten. Ja, würde ich dich auch gerne kicken, weil ich jede Runde meine Tasks finische. Hab ich doch auch. Das hat Beste doch. Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber ich mag Chantau trotzdem nicht. Also ich kann Knechti zu 100% für diesen Kill proven. Er war ja, es nicht. Aber niemand kann dich proven. Ja, ich weiß, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's gerade darum, dass ich Crewmates prove, die es nicht gewesen sein können. Und Knechti kann es nicht gewesen sein. Wer hat Fles gewotet jetzt? Ich. Aha. Muss es doch Franz sein. Franz ist einfach gerade vor mir, bevor er in Dikon reingeschlüpft ist. Er will mir offensichtlich einen Kill vor die Füße legen, so. Schaffen wir endlich mehr von den Tasks her. Die wissen jetzt natürlich, dass ich... Ja, das kriege ich nicht, weil die halt jetzt hier rumgammeln die ganze Zeit, ne? Ich hab Chantau noch und das war wirklich Flesk. Aber hä, aber warum warum ihr nicht Sabine rausgevotet habt? Als ihr mich bei 7 waren. Nee, ja, das war halt Franz oder Sabine, deswegen gesehen, wollte ich Franz halt den Kill vor die Füße legen. Ja, aber ihr habt doch gesehen, dass Sabine zu mir reingegangen ist. Auf einmal war sie unten, da sagt sie zuerst, sie ist Admin, dann sagt sie, sie ist Upper Decon. Das hab ich gar nicht verstanden. Ey, Flesk, dich hatte ich nicht auf dem Schirm, aber Sabine war schon. Ja. Also, auf meiner Sicht war es halt. Ich soll einfach beim Leben nie wieder den Vent benutzen, Sabine, das funktioniert nämlich gar nicht. Ja, es war relativ viel, also alle wussten, dass ich Imposter bin, das war von Anfang an klar eigentlich. Wenn ich hinterhergelaufen bin, guck mal, wenn ich Imposter bin, laufe ich auch hinterher, um mich zu töten. Wenn ich Crew auch hinterherlaufe, ist es nicht so auffällig, verstehst du? Achso, ja, ich wusste ja, dass du safe bist. Tino TV, Tino, danke. Für dein Geschenk oder mal? Karus ist nach oben weg. Alter, weh, er ist ein Imposter, ne? Ich blieb aus. Mickey am Download. Mia. Im Labor. Mickey Download, Mia Labor. Mach mal, du Arsch! Nee, verpiss dich. Floppy ist mein neuer bester Bro. Ich bin mir gar nicht mehr 100% sicher. Aber ich. Also ich sag immer ganz kurz, wo seid ihr gerade alle? Ich will ganz kurz die Calls haben, wer mit wem gerade ist. Baum. Ich bin im Baumraum. Romata, Caruso, ich in Lab. Romata, du, also ihr könnt euch zu dritt decken. Okay, perfekt. Nein, nein, stopp. Caruso ist gerade reingelaufen. Wenn der Kill irgendwo mittig liegt, ja, oben ich, mittig. Ich frag ganz kurz. Flesk ist in sind. Cams. Flesk ist Cams. Unge, du bist. Baum. Baum, okay. Sabine, du? Ich bin gerade zu Ostwest unten am Eingang. Du, Miki? Was? Wo bist du? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Oh. Wo liegt tatsächlich. Sie? Bei mir ja, war ich denn? Ja, das Ding ist, ich habe jetzt schon wieder so lange, ich habe jetzt schon wieder so lange Polos gespielt. Wir waren noch im Lab, hab ich gekonnt. Wir haben doch gerade gesagt, dass es Mia ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, also ich sage nur schon mal, wir müssen nicht voten, dass es Mia ist. Weil ich also ich bin's nicht. Ich bin auftanken gegangen und dann war da... Ich bin nochmal hoch, ja, und ich habe dann noch Sabine und Fine da gesehen, weil ich gucken wollte, ob irgendwer da oben kippt. Wo liegt sie denn? An diesem, zwischen Storage Electric, an dieser... Demo, dieses Labyrinth machst und davor habe ich dich auch da nochmal gesehen mit Fine und dann komme ich zurück und da liegt eine Leiche. Nee, warte mal, aber wo liegt die Leiche? Vor diesem Teil, wo du das Labyrinth machst. Das können wir auch ganz easy klären. Das können wir ganz easy klären. Mia, bist du eine Mörderin? Nein, wirklich nicht. Nein. Mia und Miki dann zusammen. Ich habe wirklich nochmal geguckt wegen Sabine und Fine und dachte, vielleicht macht ja oben jemand einen Kill, weil die als letztes da stand. Dann bin ich runter, dann kam Chef mir entgegen, dachte ich, oh, das ist jetzt irgendwie auffällig. Also ich, nicht Chef. Und dann bin ich aber nach rechts zur Rakete und habe diesen Klick-Task gemacht, wo diese Ausrufezeichen sind.
Und dann, ja, deswegen wollte ich wissen, wo Fine liegt, um zu gucken, ob es vielleicht Sabine sein könnte, weil die beiden als allerletztes oben stehen und bestimmt zusammen runtergegangen sind. Ist vielleicht genau in Storage drin, dass man rausgehen kann? Nein, da wo das Labyrinthmast. Ey, mich würde doch interessieren, wen Fine letzte Runde zuerst getötet hat. Vielleicht war das Rache? Oh, mal kannst du das Labyrinth machen, links über den Communication, da wo auch ein Vent ist? Nein, da wo Central eigentlich anfängt, da wo dafür, also zwischen Storage und Electrical, da liegt die Leiche direkt an der Node. Ah, okay. Ich hätte schon gewartet. Okay. Schnell aus Security raus, Vent. ja. Aber warst du in Camps bis Ende? Er votet mich. Ja. Mickey war am Download. Das war ich schon. Mia war wirklich im Bohrer. Also, Mia war wirklich im Bohrer. Lobby ist so salty, weil ich ihn die ganze Zeit random rausgeholt habe. Jetzt ist einfach Fine leid. Eben rausgeholt. Ich denke, es ist Sabine. Moin, was geht? Ich meinte, sie war Southwest am Eingang. Da muss sie aber gerade angekommen sein. Wenn die von der Richtung kam, war die wahrscheinlich die letzte, die losgelaufen ist. Bei mir habe ich schon ein bisschen am Bohrer gesehen. Sprich, vom Laufweg ist sie halt, wenn die keine Task dazwischen gemacht hat und einfach nur runtergelaufen ist. Straighter Laufweg hier. Mia war schon zu lange im Bohrer. Es ist mal Mia oder Sabina. Sabina ist für mich ein bisschen wahrscheinlicher gerade. Synchris, danke für dein Prime. Eilinski, danke für dein Prime. Ira, der Reinius, danke für die 3 Monate. Lights out. Und noch die Wasserräder, ne? Niemand macht das Licht an. Jetzt ist es wieder an. Und dadurch, dass Mia und Sabine, also Mia auf Sabine schießt, aber Sabine nicht auf Mia, gehe ich davon aus, dass es Sabine ist und Mia safe crewmate. Ja, die Leiche liegt vor Lifeline. Hello. Vor Lifeline. Flobby ist es nicht. Mia hat auch nicht. Sabine ist es auch nicht. Mia hat es. Sabine ist auch nicht. Die ist mit mir Laboratory zu Electrical Fixen gegangen. Also, wisst ihr, was lustig ist? Ich habe viele gerade, nicht viele, Mia aus der Richtung Lauf kommen sehen. Mia, wo kommst du gerade her, als wir uns vor Communications. Aus Lab, da hat mich Caruso gesehen. Aus Lab, okay. Also, ich, es ist kein hundertprozentiger, aber. Hollywood, danke für die. Also ich bin oben lang gelaufen, von Storage kam ich. Da hast du mich auch herkommen sehen. Müsstest du eigentlich. Ich habe dich unter Communications gesehen. Ich habe dich an der Com-Tür gesehen und ich bin dann kurz bei Weapons, habe geguckt, ob da wer liegt und dann Coms rein, weil ich da einen Task hatte. Aber den habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht. Nee, bist du nicht Coms rein. Du bist weggelaufen, als du mich gesehen hast. Die Tür war zu und du bist weggelaufen. Ja, genau. Und dann warst du weg und dachte ich, okay, ja gut. Ja, gewendet sein wird er ja wohl nicht. Und dann habe ich die Coms-Tür aufgemacht und da stehe ich jetzt gerade drin. Ich war auch noch gar nicht im Office, außer nach dem Ding ins Kram. Jetzt okay, alles gut. Aber Caruso, du hast nicht das gesehen, dass sie gescannt hat, du hast nur gesehen, dass sie es eventuell gescannt hat. Man checkt es ja nicht. Ja, du hast ja keinen. Ach so, okay. Du hattest die Task nicht, oder hast du die Task? Ich hab danach gescannt. Darf ich nochmal zum Verständnis nachfragen, wo genau die Leiche liegt und. Die liegt rechts vor Lifeline, also noch in Office. Noch in Office, okay. Chef, du kannst für den Kill Sabine covern, ne? Ja, also und Sabine ist zu Lights gelaufen und wir waren eigentlich ziemlich lang, also kann nicht gewesen sein. Eigentlich. Wer kann Nukumatra covern? Das ist sehr wichtig tatsächlich. Flobby und ich, also Flobby und Flobby können das covern. Dann seid ihr beide safe crewmate. Ja, also nein, das ist ja nur ein Kill gefallen. Naja, aber wir wissen ja, dass ein Imposter Mia oder Sabine ist. Sprich, es macht keinen Sinn, dass ihr beide... Ach so, ja, das kann also, sein, bin ich jetzt? Sabine ist einer von euch. Also ich denke, Sabine ist Nummer 1. Okay. Und ich denke... Also, für mich sieht es gerade aus, dass Chef Nummer 2 ist, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wieso Chef? Erzähl mal. Entweder er hat ein Alibi verteilt, oder er ist Crewmate, und dann ist Nummer 2. Dann ist Nummer 2 Unge. Ich bin es, und vielleicht hast du gekillt und Chef hat reportet. Aber wenn du, das Ding ist, wenn du denkst, es ist Sabine, dann baut es ja darauf auf, dass Chef die Wahrheit sagt. Und wenn Chef lügt. Sabine und Chef, Unge oder Caruso? Ja, aber dann müssen ja beide lügen, oder? Finde ich gut. Die vier Leute sollten wir behalten. Die vier Leute sollten wir behalten. Ja, finde ich auch gut. Ich habe kein Alibi, also ich kann es auf jeden Fall sein. Muten. Also ich theoretisch auch, ne? Mich müssen sie eigentlich auch. Jetzt pass auf. Theoretisch kann Sabine den Kill gemacht haben. Da muss Chef aber der Zweite sein.
wenn Sabine nicht den Kill gemacht hat. Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dann müssen es Unge, Caruso oder Ding sein. Weil wenn Sabine ein Imposter ist, dann macht es keinen Sinn, dass Mia ein Imposter ist und ihren Kollegen verkauft. Und dann ist Nummer 2 in meinen Augen jemand, der nicht gecovert wird von einem anderen. Romatra und Flobby covern sich gegenseitig. Wenn Sabine einer ist, macht das keinen Sinn. Weil dann hätten wir 3 Imposter. Ich gehe davon aus, dass niemand gefailt hat, ne? Lights out. Caruso steht neben mir, das ist natürlich mega unangenehm, weil der mich einfach töten könnte jetzt. Er tötet mich nicht an Lifeline und es ist niemand gestorben. Gib mir einen leichten Verdacht darauf, dass Caruso auch Crewmate ist, weil der hat mich hier wahrscheinlich weggemacht. Das hat nämlich niemand gesehen. Dann bleiben Unge. Also ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, dass es Unge ist. Okay, warum so, ist so sicher. Gefallen? Ja, aber wieso? Die Lichter gehen aus, du stehst neben dem Raum von den Lichtern. Ja, und ihr auch alle? Du und. Ja, du aber du kommst doch von unten hochgelaufen. Es macht doch nur Sinn, dass ich und Flobby erstmal nach unten gehen und checken, ob da vielleicht eine Leiche liegt und dann zu den Lichtern gehen. Ist auch schön, ihr konntet ja auch dann checken, aber ich gehe nicht alleine zu Leistung, dass wir umbringen. Ich bin mit euch mitgelaufen dann, weil ich dachte, Flobby ist vertrauenswürdig, weil gerade eben mehrmals gesagt wurde, Flobby ist safe nicht. Und deswegen bin ich bei Flobby. Das ist seltsam, aber du weißt doch, wenn einer. Also ich verstehe deine Aussage, Umatra, aber actually finde ich das nicht so ganz. Ich glaube, eine Million Prozent, Junge. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher. Ich würde Unge hier voten. Du wirst auch bei 8 voten? Junge. Ja, bei 8 darf man es noch, bei 7 nicht mehr. Mal kurz eine gewagte These. Ich glaube, dass auch Mia und Sabine sind, weil so wenig Kills gefallen sind. Nee. Also ich verstehe deine Besorgnis, Romatra. Ja. Aber ich wollte einfach nur bei Flobby bleiben, weil Flobby mehrmals als vertrauenswürdig geproved wurde. Und ich dachte, wenn es ein Kill fällt, dann wisst ihr, ich bin auf jeden Fall für einen Kill safe. Okay, chill kurz. Warum ist Sabine aus Runde 1 krass? Weil nur Sabine und Mia mit. Mia und Sabine sind nicht zusammen. Ich war in der Cam, ich habe ein paar Leute rausnehmen können. Sabine muss über den Laufweg, den sie genommen hat, wenn Mia recht hatte. Ich habe gesehen, dass Mia schon relativ lange im Bohrer stand. Wenn Sabine auch in der Region war, dann ist sie ganz spät erst Südwesten angekommen, weil ich am Durchskippen war und ich habe sie dann nicht gesehen. Sprich, sie kann auch in der Nähe von der Leiche gewesen sein. Der Kill jetzt gerade vor Lifeline. Wenn Sabine einer ist, dann macht es keinen Sinn, dass Romatra und Flobby sich gegenseitig decken. Also sind beide Crewmate. Dann bleibt Chef, der hat Sabine ein Alibi gegeben. Könnte der zweite Imposter sein. Wenn der Kill auf, wer war das? Mickey vor der Lifeline. Wenn das Sabine war, dann ist Chef der zweite. Wenn nicht, dann ist Chef Crewmate. Und dann ist es entweder Unge oder ich oder Caruso. Caruso hat mich im Dunkeln aber nicht vor der Lifeline weggemacht, gerade obwohl Kamera aus war. Kann er nicht wissen, wobei kann er schon wissen, wenn er rausläuft. Ich denke gerade, ist es Unge am wahrscheinlichsten, ja. Ja, aber es also könnte aber auch Chef von Sabine sein. Also die beiden Imposter habe ich jetzt. Ich glaube nicht, dass es Unge ist. Ey, man, ich mach jetzt Button. Ja. Danke, das hat niemand gewonnen. Es sind acht Leute, also. Kann bitte einer der. Ich habe Sabine gewonnen. Kann bitte einer Caruso davon abhalten, zu machen. Ich will Caruso nicht mehr reden hören. Ich glaube, es wird. Ich kann mir auch gut Caruso vorstellen, aber der hat mich gerade. Er hat mich halt gerade nicht weggemacht. Die Sache ist, als Imposter siehst du ja nicht, wenn hier die Cam an ist. Und vielleicht wollte er einfach nicht on Cam töten, ist rausgelaufen und dann dachte er vielleicht, oh, vielleicht ist es zu spät oder so. Ich habe keine Ahnung, warum er es nicht gemacht hat. Ich denke, es ist schon relativ. Schon eher wahrscheinlich. Ich kann natürlich komplett inten, ne? Gehen Risiko ein, wie ein Depp auszusehen, wenn ich falsch liege. Sollte ich falsch liegen. Bleibt Unge bei mir. Sabine hat nicht getötet. Unge, Flobby und noch jemand hinter mir. Wieder niemand gestorben. Krass. Einfach schneller mal meine Tasks machen sollen. Wehe, ich will die Runde aber halt auch mitspielen, so. Ich kein Task bin wahrscheinlich. Lila und Limette, habt ihr gesehen bei mir. Lila, Orange und Limette. Limette ist aber umgedreht. Hat sich dagegen entschieden. Kameras an. Vielleicht ist er in die Camps gelaufen. Jetzt ist Blau gestorben, während Unge hier war.
Ich hatte jetzt erst gedacht, Vlesk rennt zum Report-Button. Unge stand, als Licht aus war, in dem Electrical, also wo man das wieder anmacht, drin, aber unten zwischen den beiden Dingern und kam uns entgegen. Ist doch geil, dass Chef jetzt gestorben ist. Weil Chef hat Sabine ja ein Alibi gegeben. Jetzt wissen wir, dass Chef Crewmate war. Sprich, Sabine hat nicht Mickey getötet. Jetzt bleiben nur Unge, ich und Caruso für den Kill über. Herr Mia doch auch, oder nicht? Weil Sabine geschossen hat. Ich denke nicht, dass sie beide Imposter sind. Ich denke, Sabine ist ein Poster, weil sie nie was gesagt hat zu Mia in der ersten Runde. Weil Mia meinte ja, Sabine war in der Nähe. Warum du umgedacht bist, Romata? Ich hab das nicht so ganz verstanden. Weil ich nicht zu Licht gegangen bin. Die Lichter, also er hätte wirklich, er stand schon. Nee, ich hab gesagt, ich hab Mia nicht gesehen. Nein, die sind ausgegangen. Die sind ausgegangen. Und dann bin ich mit dir runtergelaufen, hab probiert bei dir zu bleiben und Unge hat nicht kurz die Lichter gefixt. Fand ich komisch. Also weil das eine Sekunde dauert. Hätten wir es zu dritt gemacht. Die Sache ist, wenn ich Imposter wäre, kann ich mir eine Sache glauben, Romata. Ich hätte alles getan, diese Lichter zu fixen, damit ihr glaubt, oh, Unge fixt die Lichter, ist ein guter Crewmate. Aber wenn ich nicht Imposter bin, warum soll ich das? Ja, nein, das Ding ist, Unge hat vorher auch den rechten Reaktor nicht gemacht. Unge hat vorher den rechten Reaktor nicht gemacht und hat gewartet. Ich stehe immer im Eingang. Ich weiß, das finde ich seltsam. Das macht dich halt ein bisschen sass. Ich lasse jemanden vorbeilaufen und lass das machen. Das habe ich auch gerade von Vlesko machen lassen. Freunde, bei 7 der Situation. Aber wir können ja diskutieren. Komm, jetzt skippen. Die einzigen, die wir safe haben, sind Mia Kruse, die sich gegenseitig decken, weil sie sagen, sie haben gescannt. Flobby und Romatra, die die ganze Zeit schon Händchen halten. Aus der ersten Runde, was Unge ihm gegeben hat, weil Unge gesagt hat, er hat Vlesk an den Camps gesehen. Das wir sind einfach alle Crewmate. Unge könnte auch den Kill gemacht haben an der Note. Sabine. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Bullshit. Weil Chef dead ist. Unge hat dir in der ersten Runde ein Alibi gegeben, Vlesk. Unge ist highly sus. Ich habe ihn da unten laufen sehen. Crewmates gibt mir jetzt hier trotzdem. Weil wir. Mir hat mich letzte Runde gewotet, sonst niemand. Und dann denke ich mir halt nur. Ich finde das noch ein bisschen fass, muss ich sagen. Es kann literally. 3 Runden später. Also zeitlich ist es natürlich möglich, dass Unge in der ersten Runde aus O2 rausgewendet ist und dann den Kill gemacht hat. Aber es ist so unwahrscheinlich, finde ich. Da habe ich jetzt Return-Vote. Dass ich nicht dafür gehe. Flobby, bitte. Ja, können wir machen. Mega. Aber Flobby und Romata halt den Gang ran. Und das machen sie, glaube ich, nicht als Imposter. Ja, hat halt kein Alibi, ne? Sterbe ich hier, ey. Schade. Die Runde hätte ich gerne mit fertig gespielt, aber was soll ich machen? Fuck, die Leiche sind gerade ausgegangen. Oh mein Gott, das ist so schade, dass Vlesk tot ist. Wo liegt die Leiche? Stopp, wo liegt die Leiche? Es ist sehr gut für uns, dass die Lights ausgegangen sind, denn jetzt können wir einen flippen, Lights fixen glauben. Und nochmal den Button klicken. Ja, perfekt. Wir wissen, Caruso, Vlesk Mia ist safe. Vlesk, sagst du aufgrund dessen, dass ihr euch gescannt habt, obwohl Mia überhaupt nicht. Wenn ihr Crewmates seid, lasst mich doch einfach mein Proposal an die Crewmates bringen. Danach könnt ihr alles widerlegen, wie ihr gerne wollt. Ja, aber beeil dich, mach hinne. Mach nicht so lange Zirkel. Als Crewmate an die Crewmates und Mia, bitte folge mir, weil du weißt, dass ich Crewmate bin. Wir flippen jetzt Sabine. Sabine, wenn du kein Imposter bist, tut's mir leid. Aber es ist safe. Nein, stopp, wir flippen hier jetzt niemanden. Danach fixen wir Lights. Lass uns mal Caruso ausreden. Er sagt doch nur, was seine Meinung ist. Wir müssen es doch nicht machen. Nein, er hat gesagt, wir müssen. Er sagt nur die Crewmates, wenn die es möchten. Fertig. Es ist niemand, zwingt hier irgendjemanden. Ich würde auch Sabine voten. Ich sag dir warum. Weil. Es liegt ein Admin rechts neben der Lifelines. Ah, in Admin liegt der, okay. Weil ich war die ganze Zeit in Admin-Table und es waren 2 Leute am Ende in Specimen, 2 Leute in Lab. Und ja, das waren Romata und ich. Ja, damit könnt ihr auch sicher gehen, dass ich den Kill gerade nicht gemacht habe, weil ich weiß ja, dass ihr da wart. Ich vermute, ein anderes Flobby. Naja, vermutet nicht, dass der andere Flobby ist, Leute. Ihr wisst es. Oh, wenn Mia ein Specimen ist, dann ist Mia nicht. Wie könnt ihr denn vermuten, dass es Flobby ist, wenn der ein Alibi hat? Mia, Flobby und ich haben diesen Kill nicht gemacht. Es bleiben Caruso. Der kann den Kill nicht gemacht haben. Technisch gesehen dürfte es für euch keinen Grund geben, an Flobby zu denken gerade. Romata, warum willst du Caruso voten? Die Sache ist, hättest du nicht gesagt, dass ich 1 Million %. Wenn du nicht gesagt hättest, dass ich 1 Million % sass wäre, dann hätte ich jetzt auch Caruso mitgewotet. Wenn ihr jetzt gerade sagt, dass Flobby der Imposter ist und ihr vermutet das, dann liegt das entweder daran, dass ihr
absolut keinen Fick auf Logik gebt. Oder dass ihr halt einen Stream guckt und es einfach wisst. Ja, ich denke auch, der lebt so lange. Mia, Alter, Wieland ist ja maximal lost. Alter, das lange okay. Stopp, lass mal kurz, warte. Wer könnt ihr mir dann wenigstens sagen, wer Mickey von der Lifeline weggemacht hat? War das Sabine oder war das Flobby? Ich hab den Button geklickt. Zeitverschwendung! Mann! Mia, bitte, kannst du denen sagen, dass ich Crewmap bin, weil wir zusammen am Scan waren? Er stand am Scanner. Ich hab eine Frage. Rutschen die Charaktere von alleine auf den Scanner in die Mitte, wenn sie scannen? Getrollt, das sieht buggy aus. Das sieht als Zuschauer buggy aus. Es kann sein, dass Caruso nicht in der Mitte ist. Du hast Sabine gesaved. Okay, es ist nicht ausschlaggebend. Nein, ich hab gesagt, dass Sabine der erste Poster ist. Auf jeden Fall. Ob du auflaufen würdest, wenn du dich scannen würdest. Warum reden wir jetzt über den Scanner? Wir machen es doch eh über den Scanner. Also scheiß weil er nicht auf den Scanner gegangen ist. Ich hab 5 Stunden lang gesagt, Sabine ist Nummer 1 und Nummer 2. Scheiß doch. Lass doch mal ganz kurz. Sind alle außer Romatra und Flobby. Ich hab Sabine gewotet. Sabine hatte 3 Votes. Wer hat noch das war logisch ja auch richtig, aber ich hätte dann einen Fehlinfo von Nein, nein, stopp. Flobby hat. Also, wie weit passieren kann, so, ne? Sorry. Nee, genau, ich habe mit Flobby zusammen Caruso gewotet und wir beide sind safe Crewmen. Du hast gesagt, wenn Chef es nicht ist, dann ist es sie auch nicht. Nein, das ist tatsächlich Bullshit. Ich hab gesagt, ich habe gesagt, wenn Chef es nicht ist, dann muss es Caruso oder Unge, also dann müssen Caruso oder Unge der Zweite sein. Aber trotzdem war Sabine andauernd für mich auf jeden Fall der Imposter. Gegangen? Ich hallo, ich will noch was fragen! Ja, Unge, Mann. lass Unge ausreden. Ich hab gesagt, wenn Sabine den Killer Mickey nicht gemacht hat, dann muss Chef Imposter sein und ihr ein Fake-Alibi geben und dann sind es beide. Aber ich habe nie gesagt, dass wenn Chef es nicht ist, dass Sabine deswegen nicht ist. Aber warum sind wir das nicht? Weil wir die ganze Zeit Händchen gehalten haben, die ganze Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie beiden sind. Nein, oh mein Gott! Das ist also dann wüsste ich. Okay. Die Sache ist, ich vote jetzt einfach Caruso. Ja! Danke! So, und Sabine muss jetzt auch Caruso voten. Uga, Uga, Caruso. Uga, Uga. Uga, Uga. Ich denke, es ist Sabine, weil die redet gerade so komisch. Ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt hier. Weil ich sage Uga, Uga. Ja, ja. Du bist jetzt schon gedankt, weil ich Crewmate bin und Romatra. Wenn du Imposter bist, dann bist du einfach nur ein Arschloch. Wenn du Crewmate bist, dann bist du einfach nur scheiße, dumm und auch ein Arschloch. Glaube ich nicht aussehen. Wenn du mach Reaktor an, du scheiß Arschloch, ey. Na, du bist dummes Arschloch. Es ist Sabine und Mia, oder? Vielleicht war das, ich wollte sagen. Eins von der Menschen ist Mia, oder? Simon. Geil, ey. 5 Runden lang sag ich ihn so, ja, Sabine ist Nummer 1, ne? Und X, Y oder Z sind Nummer 2. Sabine tötet mich. Sie kicken Caruso. What? Es war Flobby! Alter, Wieland! Es war Flobby! Wie war es denn Flobby? Ich hab 4 Runden lang gesagt, so ist es Sabine. Dann tötet mich Sabine und ihr votet Caruso? Ja, ich hab doch erst Sabine gewotet. Runde. Ich hab erst Sabine gewotet, aber hat Romatra so mit Überzeugung rübergebracht und dann dachte ich, okay, Romatra kann es eigentlich nicht sein. Romatra dritter. Mit Romatra war es ja auch nicht. Romatra öffnet den Scheiß. Oh, ich glaube, das Problem war, so der Kill an Lifeline an Mickey, da hat Chef Sabine ein Alibi gegeben und dadurch kam alles ein bisschen ins Rollen. Ich bin aus Lab gekommen, das war gar nicht so. Ich bin von unten gekommen, nämlich gerade vom Kill. Das war Leid zwar aus, du hast richtig gut gedribbelt, weil das sah aber aus meiner Perspektive so aus, als wärst du hinter mir gekommen, weißt du? Oh, hey, Sabine richtig gut gespielt. Stark. Sabine richtig stark. Ja, der Crew. Hör auf, so random rumzulaufen, da muss ich nicht voten.
deswegen, wo ich gewohnt bin, ich werde rumlaufen. Unmordig. Mia ist bei mir. Töt mich bitte nicht, ich will mitspielen. Floppy im Office, blau in Lab, blau und türkis in Lab und ungemacht Reaktor. What? Ich kann's nicht gewesen sein, ich stehe in Deacon. Ich kann Blesk. What the fuck? Saving, der stand nämlich die ganze Zeit an den Camps und ich habe mich erst nicht getraut. Wir sind beide Crewmates. Ich bin aber doch rüber und hatte nur einen Button machen können. Ich bin ein Specimen. Ich habe durch die Cam geswappt. Auf einmal lag Unge tot da und dann swap ich nochmal durch und dann stehen Chef und Sabina neben. Ich stehe daneben. Ich hab, also ich habe Chef nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit versucht. Wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Oder bist du vor Lab-Eingang Nordeast? Lab-Eingang Nordeast. Also Chef war tatsächlich da, das stimmt sogar. Henki ist am Anfang mit mir reingegangen. Ich glaub, richtig, ich bin gerade auf dem Scanner. Ich bin jetzt gerade auf dem Scanner. Warte, ich erkläre euch kurz meinen Laufweg. Ich raffe mich, warum ich die Leiche nicht gesehen habe, weil ich bin mit Henki zu der Rakete, hab die gemacht, hab den die Temperatur gemacht, bin rausgelaufen, auch bei Nordeast, und bin dann zu dieser Node, wo du das Labyrinth machst. Aber ich habe keine Leiche, ich habe keinen Report. Nee, ich weiß nicht, ob du das warst. Das ist eine Person noch weggelaufen gerade, Sabine. Das hast du ja gesehen, oder? Ja, ich war leider niemanden gesehen. Ich bin zur Node gelaufen, weil ich da meine Task habe, aber ich habe keine Leiche. Nach unten weg? Aus dem Labor nach unten, ne? Caruso, wo bist du rein ins Specimen? Warte mal, Bart, bitte. Ich bin gerade ins obere Decon reingelaufen. Können wir kurz, ich hab die Leiche am Cam gesehen. Können wir das kurz noch... Chef, bist du gerade aus dem Labor raus und nach unten weg? Ja, genau, zu der Note, wo du das Labyrinth machst. Aber bei mir kam kein Report-Button. What the fuck? Vielleicht warst du zu weit weg, wenn... Sabine meinte doch, die Leiche liegt beim Tank, oder? Caruso meint, er war Decon, das stimmt. Aber der Report kam ein paar Sekunden, nachdem die Tür... Also zeitlich hätte es gepasst, dass die Tür dann aufgegangen ist und der Kill vorgemacht wurde. Hat mich abgeholt, ich wollte mich raus. Ja, schade. Ich glaube, wir hätten rausfinden können, wer Unge getötet hat. Aber... Wie? Weiß jemand, wo Flobby das ist? Ja, wir müssen halt nur die Position von den Leuten haben. Und ob sich Leute decken. Wie gesagt, in Decon, Bart war in Specimen, yep. Hanky kann bestätigen, war anscheinend auch irgendwo in der Nähe von Lab, Sabine und Chef in der Nähe der Leiche. Du warst Camps, Fine war Camps und wir wissen nicht, wo Mia ist. Ich und Mia... Ich und Mia sind Proof Crewmate. Oh, die Jonas gibt. Es gibt. Also ich hab mich gewotet, aber alle anderen skippen hoffentlich. Caruso, hast du einfach alle Caruso gewotet. Hellblau ist der neue Skip-Button. Ich hab den ja nicht rauslaufen sehen. Ich hab gesehen, dass Caruso und Chef sind zusammen rein. Chef ist nach unten weg, aber er hat nicht getötet, ansonsten hätte ich das gesehen. Weil ich hab ihn danach erst weglaufen sehen, aus Labor raus. Da war Unge aber schon tot. Sabine ist draufgelaufen auf die Leiche und stand dann da. Aber dann hätte die töten müssen, weglaufen und sich danach wieder draufstellen. Ich hab die Leiche in einem Frame gesehen, ohne dass irgendjemand da war. Das war natürlich mega unglückliches Timing. Mia war's nicht. Bart, Henki und Caruso können sich ins Specimen covern. Fina ist die Einzige, die erstmal überbleibt für mich. Frage ist, wir wissen nicht, wo Flobby... Flobby war im Office. Der wird wahrscheinlich irgendwo bei Atmen getötet worden sein. Von jemandem, der gewendet ist, oder? Nicht so wie die Chef, nicht mehr. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf und gucken, ob noch jemand einen Kill weiß und scheißt, ja. Henki ist ein Atmen-Panel. Du, Security Electrical. Könnt ihr so Licht fixen, bitte? Oh, weiß und blau sind gestorben. Ja, das ist nicht gut. Liegt vor Electrical. Die waren nämlich eh schon safe in meinen Augen. Zwei gute Kills. Welche von den beiden hast du gefunden? Blau, glaube ich. War halt Licht aus. Ich habe nicht gesehen, was es ist, aber ich glaube, blau war das. Ja, das irgendwo, ich habe nur die Leiche gesehen. Ich denke aber irgendwo nah an der Tür, weil den Kill oder den Report habe ich schon beim
Tür aufmachen gesehen. Caruso war, glaube ich, auch da an der Tür. Ich bin dann runtergelaufen tatsächlich, weil ich dachte, du hast im Bermuda-Viereck getötet, aber da lag keine Leiche. Bräuchte nee, noch mal eine Info von euch bezüglich der ersten Runde. Ihr wart ja ein Specimen und Deacon und so, ne? Ich war Specimen, ja. Okay, wo hast du Caruso gesehen? Ich habe Caruso nicht gesehen, deswegen habe ich gefragt, hat gesagt, wo er rein ist. Upper Deacon, ne? Hanky hat mich gesehen. Upper Deacon? Ich habe gesehen, dass Upper Deacon die Tür aufgegangen ist. Also das... Wo warst stimmt, du da gerade? Ich war auf dem Scanner oben rechts. Er war auch eben am zwischendrin nochmal am Scanner. Also wenn er den nicht fertig gemacht hat. Ja, dann aber 9 Sekunden. Und dann Fina hat Unge auf offenem Feld getötet. Danach hat Sabine die Leiche reported. Caruso ist in Admin reingewendet. Hat Flobby in Admin getötet. Ist wieder hoch und hat sich dann in Deacon reingestellt. Wo kommst du denn gerade her, Vlesk? Ich war mit dir im Admin-Panel und stehe mit dir in Lifeline, während Blau und Weiß gestorben sind. Deswegen weiß ich, dass du für beide Kills raus bist gerade. Ich bin ganz am Ende. 7 Sekunden, nachdem Chef gestorben ist, ungefähr, und Lights immer noch aus war, bist du erst an Lifeline rangekommen. Und ja, ich stand woher. Davor mit dir im Admin-Panel, Henki. Das habe ich nicht gesehen. Du sagst, Vlesk ist safe. Ja, ja, Vlesk nee, stand bei den ersten zwei Kills. Bei den ersten zwei Kills war ich in der Cam. Zeit an der Cam stimmt, und ich habe ihn gesehen. Okay, dann... Aber dann vielleicht. Wenn Bart ein Specimen war, kann er nicht gewendet haben. Ich weiß, dass Flobby in Office war, weil ich es auf der Cam gesehen habe. Das ist mir wieder eingefallen, nachdem die Runde schon vorbei war. Sprich, es muss jemand runtergewendet sein. Da Henki die beiden Kills jetzt nicht gemacht haben kann, weiß ich, dass der Einzige, der gewendet haben kann, Caruso ist. Und Fiene ist Nummer 2. Ich traue Caruso eigentlich nicht zu, weil er war unten jetzt mit mir Specimen, hat mich auch nicht gekillt. Gut, da killt man normalerweise auch nicht. Crewmates müssen jetzt stacken. Fiene Nummer 1. Fiene Nummer 1. Fiene Nummer 1, okay, Crewmates decken auf Fiene, let's get it. Ganz kurz für mein Verständnis. Verständnis. Wo war der erste Kill nochmal? Der auf an der Tür vor Lab in der Cam. Ja, und der zweite liegt wahrscheinlich irgendwo im Office. Wir müssen Lights und Butt machen. Das war ja nur reingeraten. Warum müssen wir einen Button machen? Ich hätte im Button bleiben können, weil ich kann das jetzt benutzen, um Caruso rauszukicken. Ich weiß, dass schon einer raus ist, aber ich werde das jetzt... Perfekt. Ja, nur für den Fall, dass Fiene falsch ist, können wir jetzt Caruso noch rausvoten, haben wir auf jeden Fall einen. Aber meinst du, lass mal nicht machen. Was für dich? Ich und Mia sind bei den ersten beiden Kills bei Camps gewesen. Wir können keinen der beiden Kills gemacht haben. Ja, yeah, verstehe ich. Aber war deine Theorie nicht, dass Fina auf dem Feld killt und Caruso gewendet ist? Also wenn du auf beides, sollten wir nicht aus einer anderen Gruppe oder einem anderen Duo einworten? Denke ich auch. Zum einen. Und zum anderen. Oder, also vielleicht bin ich auch dumm. Es könnte auch sein, dass Caruso ungetötet hat und ich geintet habe. Deswegen, ich denke, wenn wir Caruso voten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir beide haben. Aber auf jeden Fall gegeben, dass wir mindestens einen haben. Ich denke zu 99%, dass wir beide haben. Aber jetzt wäre das andere Duo, wenn ja du, Vlesk und Mia. Und Vlesk, ja. Ich und Mia können es nicht sein. Und das müsstet ihr eigentlich auch wissen. Sonst hätte er aber auch nicht die Leiche, er hätte nicht gesagt, dass die Leiche da liegt. Und hätte Fine dann nicht gesehen. Ja, ja. Ich bin's nicht. Ich habe ein Alibi in der ersten Runde. Nicht direkt. Ich weiß nicht wirklich. Wenn das okay, dann habe ich kein Alibi in der ersten Runde. Vlesk Alibi ist genauso sicher wie meins. Es stützt sich darauf, dass Mia sagt, er stand wirklich in der Cam. Henki gibt mir mein Alibi. Also es ist jetzt halt hier wirklich ein 50-50. Sein Alibi ist genauso gut wie mein Alibi. Ich bin's halt nicht. Ich habe gerade gecallt, okay, wir Crewmates, wir stacken rein. Mhm. Wir haben in Fiene reingestackt. Vorschlag zur Güte, Leute. Ich würde einfach nur, weil er mich rausflippen will, flippen wir Bart. Genau. Vorschlag zu Das ist eine gute Bart. Idee. Ja. Definitiv. Ich ins Beste bin der Einzige, der wirklich safe ist. Ja. Lass mich flippen. Ja. Finde ich das eine gute Idee. Bin ich super smart. Wir müssen halt, glaube ich, echt Vlesk oder Mia raushauen. Ich finde auch, also wenn wir ganz safe gehen wollen, Vlesk oder Mia, wenn wir einfach für einen schnellen Win gehen wollen und Vlesk vertrauen an Caruso. Henki würde ich ausschließen. Auch wenn ich würde Henki auch ausschließen. Versucht, von ihm Alibi zu holen, aber nein, Henki ist es nicht. Ich würde auch tatsächlich eher Mia oder Vlesk rausflippen. Ich glaube, aber hier ist noch eine gute YouTube-Folge drin, deswegen flippen wir zuerst Mia raus. Nee, Caruso. Okay, ich mach auch Mia. Alter, das ist ja einfach so geil, ey. Die haben euch doch auch alle schon gesagt, dass, also die toten Leute haben ja auch Sachen gesagt, die ihr komplett vergessen habt.
Also ich muss ja in der Cam gewesen sein, ansonsten wüsste ich doch gar nicht, dass Chef aus... Woher hätte ich wissen sollen, dass Chef hier langgelaufen ist, wenn ich nicht in der Cam bin? Und wie soll ich dann die Leiche töten, an der Chef vorbeiläuft? Das, was Babine bestätigt hat. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Dafür brauche ich die Info. So unwahrscheinlich, dass wir ein Duo sind. Vielleicht habe ich geintet und das ist nicht Caruso, aber ich... Ich bleib dabei. Ich finde es nicht gut, wenn man sich nicht selber vertraut. Immer so, ich weiß nicht. Zwei Electrical. Keiner fixt Licht gerade noch, oder? Na doch. Ja, ich hab kein Meeting mehr. Scheiße. Ja, wir sind vier Leute, wir können nicht mehr. Nein, warte doch, bis wir die Lifeline gecheckt haben. Ist niemand tot. Perfekt. Gut, das wollte ich eigentlich nur checken. Ja, dann guck doch an der Lifeline, Henki. Jetzt hast du keinen Button mehr. Was ist, wenn jetzt die Situation kommt, wo wir den Button brauchen? Okay, skip it. Ja, wir wollen gerade sagen, wir können was skippen. Henki, ich werde sehr verbunden, wenn du mit mir Wasserräder machen gehen willst, weil ich habe keinen Bock, alleine dahin zu gehen. Und ich habe eigentlich Bock, mit dir zu stacken, damit der Imposter dieses Spiel verliert, aka Vlask. Oder Bart, I don't know. Ich dachte, das ist ich bin nach wie vor, also ich muss euch sagen, für den Rest der Runde, ne, Caruso, hast du ja nicht schlecht gespielt oder so. Aber ich bin von allen Crewmates enttäuscht, dass ihr mir gewotet habt. Das ergibt immer aus meinen Augen, aus meiner Sicht ergibt es überhaupt keinen Sinn. Einfach nur durch die Sachen, die Sabine und Chef gesagt haben. Aber nachdem die gestorben sind, war das ja anscheinend nicht mehr so wichtig. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht dran erinnern. Und Fine hat euch sogar auch noch gesagt gehabt. Fine als Imposter. Fine als Imposter hat euch sogar gesagt gehabt, dass wir Caps waren. Oder Mia, richtig. Das wissen wir jetzt ja nicht, Blesk. Ich, Fine und Mia waren Imposter-Trio. Blesk hat schon recht, wenn Fine das auch bestätigt hat. Dann ja, klar, weil sie uns gewinnen wollte. Aber wir wissen ja, dass sie Imposter ist. Es haben drei Crewmates anscheinend geskippt und Blesk ist weiter auf mir. Ich kann meinen Task nicht finishen. Es geht nicht mehr bei so wenig Leuten. Hat jemand das nicht gemutet, glaube ich? Sorry. Die haben Caruso halt jetzt die Möglichkeit gegeben, das Ding halt relativ leicht noch zu holen, tatsächlich. Vlask hat schon recht. Vlask hat schon recht mit dem, wenn Fine, Vlask und Mia, also es war ja safe einer von beiden. Und es ergibt keinen Sinn, warum Fine, Mia und Vlask covern sollte. Wenn sie... Ja doch, wenn sie kein Imposter gewesen wäre, dann hätten es ja Vlask und Mia sein müssen. Und das funktioniert nicht, weil Fine sie auch gecovert hat und die hätten den Kill nicht machen können. Und dann hatte Vlask recht. Dann ist Nummer 2 Caruso. Mhm. Es gibt keine andere Option. Wie bitte? Ich habe eben geskippt letzte Runde. Und lässt du? Ich habe Caruso gewartet. Hey, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, Henki, weil Caruso, also... Ich vertraue dir dabei, weil wir waren... Nein. Oh mein Gott, int ich jetzt? Nein. Ja, lass einfach bitte weiter skippen. Nein, Vlask hat recht. Vlask hat recht. Caruso, wenn du denkst, dass, also wenn du wirklich Crewmate bist, dann müsstest du jetzt sofort wissen, dann musst du wissen, dass Bart Imposter ist. Ja, der Button macht mich auch super sass auf Bart. Der Button von dir gerade zieht mich tatsächlich mehr von Caruso runter und mehr auf dich drauf jetzt. Ja, der Button macht mich super sass, aber auch wenn das Ding ist, ist jetzt für mich immer noch ein 50-50 zwischen Bart und Vlask. Der Einzige, der für mich 100% safe ist, ist Henki. Deswegen skippe ich hier so lange durch mit meinem Bro Henki, bis wir die Wasserräder und alle Tasks fertig gemacht haben. Ja, aber Henki, warte mal, Caruso. Henki weiß, dass ich die Kills nicht gemacht haben kann, indem ich... Ich war mit ihm am Admin-Panel und an Lifeline. Da sind zwei Leute gestorben. Aber er hat dich am Admin-Panel nicht gesehen. Ich habe dich tatsächlich erst Lifeline gesehen. Aber es kann auch sein, das Licht war halt aber auch aus. Nee, das aber Vlask-Aussage ergibt zu 100% Sinn, wenn Fine das wirklich gesagt hat. So. Dann, das Problem ist, Bart, mit dem Button hast du dir, glaube ich, die Show eher so ein bisschen vermasselt. Weil ich denke, du wolltest jetzt einfach nur mich gewinnen und Caruso rausvoten. Aber ich werde hier jetzt skippen. Und jetzt wird es schwer, weil es gleich ein Flip wird zwischen Caruso und Bart. Oder Vlask. We never know. Ja, Caruso wird einfach bei mir. Ich war die ganze Zeit voll auf Caruso, ne? Weil ich dachte, dass
Also es kann halt sein, dass Flobby einfach schon alt war und Bart deswegen ein Specimen war und vorher einfach Flobby getötet hat. Jetzt gehe ich tatsächlich... Wir müssen natürlich trotzdem auf Lifeline gucken, weil wenn Henki stirbt, haben wir ein Problem. Weil dann ist halt das 50-50 da. Licht ist aus, okay. Warte mal, wer hat mich getötet? Gibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Die Tatsache, dass Bart so hart dann auf einmal versucht hat, auf Ding zu flippen, obwohl er vorher nichts wusste, hat mich runtergezogen. Ich dachte da vorher schon so, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es Bart ist, je nachdem wie alt Flobby ist. Aber Caruso war halt... Caruso, zum Glück hast du es noch bekommen. Nein. Bart. Nein, ich habe gewartet. Nee. Nein. Oh mein Gott, Henki. Ganz vorne mit Caruso unterwegs. Sicher. Ja. Hau. Die Sache ist, wenn wir Caruso rausgeholt hätten, schon viel früher, dann hätte ich erst das auf Bart gehabt. Wir sind dann hätte ich gewusst, dass es Bart ist. Aber dadurch, dass sie mir rausgeholt haben, die halt eigentlich safe sein. Und dadurch kam es erst zu dieser kniffligen Situation. Sogar zu, also da war so viel Zeit, dass... Keine Ahnung. Weil wenn du das Problem ist, wenn du Sass auf jemanden bist, der Crewmate ist... Dann weiß ich nicht. Und du das einfach weiterspielst und sagst, nee, es gibt nochmal, bis bei 3 bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt übel hoch, dass Caruso fliegt und Bart dann gewinnt. Deswegen hätten wir eigentlich früher, glaube ich, Caruso voten, sondern dann hätten wir gemerkt, okay, irgendwo lang war falsch. Bart, warum denkst du denn immer noch, dass ich das bin? Warum kannst du ja nicht Henki sein? Nee, jetzt muss es Henki, jetzt, das ist ja das Ding. Wenn Henki jetzt instant, aber, also jetzt bin ich mir, vorher war ich mir 100% sicher, dass du es bist, bei Vlesk, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt auch Henki gevotet, ganz im Ernst, ich glaube, es ist Henki. Es ist Caruso, er will die YouTube-Runde, glaube ich. Er hat natürlich nicht Henki gewotet, Leute. Ich glaube, ich habe einfach full geintet. Glaube ich tatsächlich. Das Ding ist, Vlesk hat letzte Woche noch auf Bart umgeschwenkt und das hat mich gerade auch auf Bart gebracht, weil ich mit Caruso gelaufen bin, die letzten 10 Sekunden. Ja, Vlesk ist schon Ich hätte nie gedacht, dass es nicht Caruso ist, weil du ja ein Specimen warst und du hast Flobby wahrscheinlich trotzdem einfach vorher einen Atmen weggeräumt, oder? Hat ja ein bisschen eher Druck gemacht. Aber dieser eine Vote, wo du dann das benutzt hast, was ich am Ende gesagt hatte, das hat irgendwie gar nicht geschmeckt. Ich habe einmal in meinem Leben versucht, durch ein Meeting zu gewinnen. Ich mach's nie wieder.